Hallo, liebe Nachtschattengewächse, ich bin's wieder, euer Otti. Ich sitze hier in Oberhausen im Kulttempel, neben mir die Band Excubitors. Hi, erstmal. Hallo. Ich bin auch ganz stolz, dass ich den Namen jetzt, glaube ich, richtig ausgesprochen habe. Ja. wir haben uns hier relativ spontan jetzt verabredet, weil ich gesehen habe, dass ihr als Support von Eisfabrik hier mit am Start seid. Und wie ich so bin, ich bin ja neugierig, möchte ich erstmal wissen, wer seid ihr? Ne? Mögt ihr euch vielleicht mal vorstellen? Gerne. Und was ist euer Part in der Band? Ja. Genau. Wir sind Excubitors, also das ist wirklich gut ausgesprochen. Herzlichen Glückwunsch. Genau. Und der Name kommt auch aus dem Latein. Und das heißt, es verbirgt sich so ein bisschen der Begriff Wächter dahinter, was auch unsere Musik reflektiert. Wir beobachten gesellschaftspolitische Entwicklungen, verarbeiten die in Texten in englischer und deutscher Sprache, machen das seit 2006. Und alles so im Deckmantel Synthpop. Wir haben es sogar jetzt mittlerweile Cinematic Synthpop genannt, weil wir eben auch viele cineastische Elemente einbauen. Genau. Gut. Und auch den Namen vielleicht noch ganz kurz für die Leute da draußen? Ja, ich bin der Sasch, bin Mastermind von Excubitors, verantwortlich für Produktion, Gesang und auch Videos. Und ja, mitgebracht haben wir heute. Ich bin Heiko. Ich mache Live Keys, also Keyboard, und helfe bei den Produktionen. Ja, cool. Ja, und Stefan ist leider nicht dabei, der ist auch noch ein festes Bandmitglied, ist mein Bruder. Der ist im Moment krank und kann leider nicht teilnehmen, aber er ist auch maßgeblich verantwortlich für Vocals, auch in den letzten Jahren. Mhm. Das ist sozusagen aktuell unsere Formation. Ja, sehr schön. Und du hast gerade schon gesagt, Cinematic Synthpop ist so der Oberbegriff. Da muss man natürlich fragen, was ist das Cinematische daran? Also was zeichnet das aus? Genau, sphärische Klänge, viele orchestrale Elemente auch da drin, also Hits, wie man so kennt aus Orchestern. Das heißt, wir haben sehr gewaltige Schlagzeuge auch dabei. Wir haben sehr, sehr spannende Intro-Aufbauten dabei. Wir versuchen immer, Atmosphäre zu erzeugen und damit immer einen so ein bisschen auch die Geschichte so in seinen Bann zu packen. Also so, dass so unser Ziel, dass die Musik einfach auch so sphärisch ist, ne, und auch bewegt. Okay. Also vielleicht auch so ein bisschen von Film-Soundtracks inspiriert und so. Genau, ja. Also im Prinzip war so ein Mentor jetzt von mir, damals sogar Thorsten Fenslau, der ja auch viel so im Intro-Bereich gemacht hat, ist auch mittlerweile verstorben. Bekannter DJ, hat auch Culture Beat produziert und auch Kraftwerk, Deepish Mode natürlich, diese ganzen alten Szene-Bands, sag ich mal so, die haben uns maßgeblich beeinflusst in den letzten Jahren. Und wir haben immer schon diesen Art von Sound gemocht und haben dort auch versucht, unseren Weg zu gehen in diesem Bereich. Mhm. Und wenn du jetzt natürlich dabei bist, wie bist du quasi an ihn geraten? Wie ist eure Freundschaft entstanden? Stand ihr schon vorher vielleicht auch? Ja, wir kennen uns schon sehr lange. Wir haben früher schon Musikprojekte gehabt, als ich noch in einer anderen Band gespielt hatte. Aber schon mit dem Bruder, mit dem Stefan. Und von daher kennen wir uns und haben wir schon Projekte gehabt und haben uns jetzt erst wieder getroffen. Das Witzige ist manchmal im Leben, man hat sich aus den Augen verloren und dann erfährt man, dass Heiko ein Dorf weiter wohnt. Das ist eigentlich manchmal, wie das Leben so spielt. Ne? Kein Zufall. Ja, absolut Zufall. Ja, so würde ich immer sagen, die Welt ist ein Dorf. Ne? Absolut. Das kennt auch jeden irgendwie und so gerade in der Szene halt natürlich. Ganz genau, ja. Letztlich um zwei, drei Ecken. Von daher ist es sehr spannend. Sehr schön. Wir haben jetzt nicht endlos viel Zeit, weil ihr jetzt eigentlich schon zum Sound schicken müsst, aber mal ganz kurz, vielleicht magst du das noch mal kurz sagen, was waren denn so bisher die wichtigsten drei Eckpunkte der Bandgeschichte bis heute? Ja, also wir haben 5 Alben produziert, jedes Album ist natürlich immer ein Eckpunkt für uns. Wir sind im Prinzip kein so richtiges Live-Projekt, haben das anfangs unserer Karriere 2006 mit einigen Gigs gehabt, haben dann aber aus beruflichen Gründen und zeitlichen Gründen uns eher auf die Studioproduktion konzentriert. Und sind aber dann wieder auch jetzt im letzten Jahr aktiver geworden, was live betrifft, weil wir doch gemerkt haben, natürlich, man erreicht Menschen nochmal anders live und kann die Musik auch ganz anders leben und zelebrieren. Und das hat uns jetzt nochmal ganz besonders die Augen geöffnet und das genießen wir gerade auch sehr. Ja, sehr schön. Und Album ist ein gutes Stichwort. Another Dimension ist aktuell das aktuellste noch, ne? 2021. Ganz kurz nur, was waren da so die Kernthemen vielleicht? Ja. Genau, Another Dimension ist im Prinzip das erste Album, wo ich selbst mehr singe. Das heißt, es geht mehr in die Richtung Englisch und meine Stimme ist eher dunkel. Die meines Bruders ist eher hell. Also wir haben uns immer, unser Signature war ganz klar auch, dass unsere Stimmen unterschiedlich sind und wir die immer kombiniert haben. Also eher eine melodiöse, hohe Stimme mit einer tieferen Stimme, meiner Stimme. Und natürlich dann dieser cineastische Sound. Wir schreiben Englisch und Deutsch und wir müssen ganz klar sagen, bei Another Dimension ist es sehr wichtig für uns gewesen, dass wir uns immer weiterentwickeln. Wir haben in den letzten Jahren immer versucht, immer einen Schritt noch weiterzuentwickeln, den Sound ausgefeilter zu tüfteln
Und das Wichtige bei Another Dimension ist auch, dass Songs sehr stark über die aktuelle weltpolitische Lage handeln. Also man will quasi so ein bisschen diesem ganzen Geschehen, was aktuell passiert, entfliehen. Das haben wir auch in den Texten verarbeitet, dass man sagt, okay, wie soll das weitergehen? Zum Beispiel der Song Stranger drückt das ganz gut aus, indem man halt auch sagt, okay, ich bin eigentlich ein Fremder auf diesem Planeten mittlerweile, weil ich mich gar nicht wiedererkenne in dieser Umgebung. Ne? Also es ist schon ein bisschen melancholisch, ein bisschen dark, eher angehaucht. Es gibt aber auch Lichtmomente dort auf dem Album, sodass es eine, ja, wie ich finde, homogene Reise ist. Und das Album an sich hat ja, so etwa 2,5 Jahre Produktionszeit in Anspruch genommen und ist das letzte Werk jetzt von uns seit 2 Jahren und ja, wir sind jetzt im Moment immer im Einzelsong-Modus. Das heißt, wir produzieren immer so auf Sicht im Moment und produzieren dann halt immer eine Single nach der anderen. Wann ein 6. Album kommen wird, steht noch nicht fest, aber es könnte natürlich auch dieses Jahr, nächstes Jahr spätestens soweit sein. Cool. Dann will ich euch auch gar nicht lange noch aufhalten, nur ganz kurz noch. Ihr seid jetzt mit Eisfabrik unterwegs und der erste Tourblock war schon im Januar. Von daher, mal ganz kurz, was war die coolste Erfahrung, die ihr mit den Jungs gemacht habt bisher? Einfach die Lockerheit, die Spaß im Backstage-Bereich. Das sind ganz normale Menschen, die auf dem Teppich geblieben sind. Das schätzen wir sehr. Der Umgang miteinander ist absolut kollegial und die Unterstützung und alles kann man dort finden, was man sich eigentlich nicht unbedingt so vorstellt. Die haben ja auch schon einiges erreicht, ne? Und sind auch nicht ohne Grund dort, wo sie sind. Machen eine tolle Show. Und ja, ich denke, diese Synergie mit Musik, die wir ja schon haben, bringt uns zusammen und lässt uns eine Menge Spaß halt auch erzeugen und auch viele Menschen auch können wir damit erreichen, die auch sagen, okay, ich mag den Eisfabrik-Sound, also finde ich den Support auch ganz passend, ne? Weil man so eine runde Sache einfach hat. Und das, glaube ich, merkt man schon bei den Konzerten, dass die Menschen das auch so wahrnehmen und auch schätzen. Das ist uns sehr viel wert. Ja, sehr cool. Und ich glaube, das Publikum, was die mitbringen, ist nicht eisig kalt, sondern sehr warm auch, hat euch bestimmt warm. Absolut, ja. Sehr warmherzig und ganz toll dabei. Sehr herzlich, ja. Macht richtig Spaß, ja. Ja, cool. Dann werden wir jetzt erstmal zum Ende kommen, weil, wie gesagt, ihr müsst Soundcheck machen und so. Wir werden das irgendwann mal noch ein bisschen tiefer fortsetzen, bin ich dafür. Gerne. Zum Abschluss wollt ihr noch jemanden grüßen? So mal so ein ganz klassisches Ende. Ja, wir grüßen natürlich alle unsere treuen Hörer, die uns unterstützen und ja, wir werden uns sehr, sehr freuen, wenn ihr halt weiter uns die Treue haltet und auch schön auf diese Tour uns vielleicht begleitet bei dem einen oder anderen Termin, der ja noch aussteht im Internet, ne? Und auch hier auf den Bühnen Deutschlands. Ja, ja, sehr cool. Dann danke ich euch. Gerne. Für das sehr spontan und doch sehr schöne Gespräch und wünsche euch gleich viel Spaß. Euch da draußen danke fürs Zuschauen. Exhibitors auschecken, lohnt sich. Danke. Bis zum nächsten Mal. Ne? Dankeschön. Danke, ciao. Alles Gute. Tschüss.